Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. In diesem Video zeige ich euch die neuen Add-on- bzw. Import-Fahrzeuge auf meinem EGRP-Server. Wer da gerne drauf spielen möchte, ich blende euch den Discord-Link hier ein und in der Videobeschreibung ist er auch drin. Wer solche Import- oder Add-on-Autos haben möchte, zur Seite. Ich denke mal, die kennt jeder. Ich packe den Link nochmal zur Website unten in die Videobeschreibung. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für euren krassen Support, für die ganzen neuen Abos, Aufrufe und Likes auf die 5M-Videos. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich zeige euch heute mal ein paar. Das sind jetzt ein paar. Es werden natürlich noch mehr kommen. Wir haben hier BMW, Audi, Nissan, Lamborghini, Mercedes, Tesla, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir fangen mit dem X6 an. Den habe ich auch so ein bisschen reingemacht, weil BMW meine Lieblingsautomarke ist und der X6 generell mein Lieblingsauto ist. Der hat auf jeden Fall einen guten Speed drauf. Und fährt auch schnell. Jetzt natürlich nicht so schnell wie ein Sportwagen. Der hat natürlich auch ein paar Tonnen Gewicht. Und ja, sonst finde ich auch drin, er sieht ja geil aus hier mit dem BMW-Zeichen. Und die Tür hier links, alles. Ich kann ja mal ein bisschen fahren. Ich drücke mal komplett durch. Seht ihr ja schon unten, der fährt ordentlich schnell. Das Handling ist auch ganz geil. Eigentlich ganz normal. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon direkt mit dem nächsten Auto weiter. Das nächste Auto wird der BMW hier sein. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie der heißt. Aber den finde ich auch geil. Wahrscheinlich auch, weil BMW meine Lieblingsmarke ist, wie gesagt. Das Interieur hier sieht auch eigentlich richtig geil aus. Hier wieder mit dem BMW-Lenkrad. Und hier, ihr seht es ja. In Schwarz sieht er auch, finde ich, besonders geil aus. Man kann ihn natürlich auch umfärben, die Autos. Aber in Schwarz sieht er, finde ich, einfach nur perfekt aus. Der fährt jetzt nicht so schnell. Ist natürlich jetzt auch kein richtiger Sportwagen. Von vorne sieht er geil aus, von hinten. Er fährt jetzt nicht langsam, er fährt es aber auch nicht krass schnell. Ich finde, er fährt perfekt. Man kann natürlich daran noch was machen, am Speed und so. Aber sonst finde ich eigentlich, fährt er so perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon mit dem Nissan GT-R weiter. So, hier haben wir das gute Stück auch schon. Ich sag schon mal vorab, wenn ihr euch den holt, dann ist er am Anfang sehr langsam. Ich habe den ein bisschen schneller gemacht. Ich finde, so Nissan GT-R, der muss halt auch schnell sein. Ist ja jeden seine Sache, wie er das Auto findet. Ich finde es auch ganz cool. Von drin sieht er auch wieder geil aus. Bei manchen Autos auf dieser Webseite, ich denke mal, die kennt alle GT-R 5 Mods, die Seite. Selbst wenn ihr keinen 5M-Server habt, halt für Story-Modus oder so, hat, denke ich mal, jeder schon mal echte Automarken eingefügt. Da gibt es natürlich auch manche, die haben gar kein Interieur. Das ist dann einfach schwarz. Das finde ich dann mal schade. Aber der fährt natürlich auch schnell. Ihr könnt ihn so schnell machen, wie ihr wollt, so langsam machen, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Ich kann euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wie ihr auf euren 5M-Server Add-on-Autos hinzufügt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dann mache ich nochmal ein Video, da zeige ich euch, wie ihr das macht. Und ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch zu sagen soll. Geiler Wagen. Könnt natürlich auch umfärben, dies, das. Und ja, ich würde sagen, wir machen mit dem Nissan Skyline weiter. Hier ist das gute Stück, der Nissan Skyline. Kennen, denke ich mal, auch fast alle von euch. Beliebter Wagen. Drinne ist halt ein Nissan Skyline, hat nicht viel Ausstattung. Also ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, aber ich glaube, Nissan Skyline hat
nichts krasses drin, jetzt irgendwie wie so ein X6 oder so. Irgendwelche Ausstattung oder Extras. Fährt natürlich auch wieder schnell. Wie gesagt, habe ich alles eingestellt, könnt ihr auch machen. Ist ja dann beim Download dabei. Fährt auch wieder schnell. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, wir machen direkt mit dem nächsten Auto weiter. Dann machen wir mit dem Audi RS6 weiter. Sieht in Weiß auch sehr geil aus, finde ich. Interieur auch sehr, sehr schick. Ihr müsst auch immer drauf achten, also müsst ihr nicht, aber bei manchen Autos sind die Hände nicht am Lenkrad, weil das Lenkrad nicht auf die richtige Position gesetzt wurde. Hat auch geilen Sound, wie ich finde. Schnell habe ich den jetzt nicht so gemacht, weil, also klar, er ist schon ein bisschen schnell, aber jetzt nicht so wie der Nissan Skyline oder der GTR. Weil wir wollen es auch nicht übertreiben. Beschleunigt normal. Fährt normal. Müsst auch immer drauf achten bei manchen Autos. Manchen Add-on oder Import-Autos. Was man auch immer dazu sagen möchte. Ist das Handling manchmal sehr nicht so toll. Da, also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Für alle, die nicht wissen, was ich meine. Sondern dass er nicht einfach so normal um die Kurve fährt, sondern dass der nur so ganz leicht, also dass er halt kein gutes Handling hat. Dass man den gar nicht geil fahren kann, kennt ihr, denke ich mal, wenn ihr schon mal 5M gespielt habt. Ja, sehr schönes Auto. Ich würde sagen, dann machen wir auch direkt mit dem Lamborghini hier weiter. Das ist ein Lamborghini Huracan. Und das hier, wie hieß denn der, ich glaube LP700 oder so. Mit dem können wir auch mal auf die Autobahn fahren. Ist ja klar, ein Lamborghini ist schnell. Sehr schnell. Interieur sieht auch wieder geil aus. Lamborghini-Zeichen. Zweisitzer. Ja, auch wieder sehr schönes Auto. Dann anschließend an den Lambo von gerade eben machen wir mit dem Lamborghini Huracan weiter. Ich denke mal, ich muss jetzt nicht immer hier rumfahren oder auf die Autobahn fahren. Der Sound von dem ist sehr nice. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber ja, finde ich ganz geil. Hier schön mit dem Streifen. Innenausstattung auch sehr geil. Hier mit dem Lamborghini-Logo auf den Sitzen. Und schnell ist er auch. Brauche ich nicht viel zu sagen. Einfach sehr geiles Auto. Dann hier der Ferrari. Weiß ich jetzt auch nicht ganz das Modell. Aber der ist sehr schnell. Ist halt ein Ferrari und sieht super geil aus, wie ich finde. So wie von draußen als auch von drin. Da seht ihr schon Ferrari-Logo auf den Sitzen. Innenausstattung sieht sehr geil aus. Brauche ich nicht viel zu sagen. Dann kommen wir zum Tesla. Da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau das Modell. Elektroauto. Jetzt natürlich auch nicht so krass schnell. Hier kann ich euch mal die Beschleunigung zeigen. Sieht, finde ich, sehr, sehr geil aus für einen Tesla. Bisschen sportlich mit dem Spoiler hinten. Hier auch wieder das Tesla-Logo in der Mitte, dieses krasse Ding, wie bei einem richtigen Tesla. Hört sich auch wie ein Elektrowagen an. Fährt auch dementsprechend schnell. Jetzt nicht so schnell wie der Ferrari, aber er beschleunigt schon gut. Und ja, auch wieder sehr geiles Auto. Als vorletztes Auto bzw. Motorrad zeige ich euch die KTM. 250, glaube ich, ist das. Ich weiß es nicht ganz. Und den Mercedes C63.
Schwarz sieht ja, finde ich, auch wieder sehr, sehr, sehr geil aus. Hier Innenausstattung. Sieht sehr geil aus. Die Blinker vorne. Finde ich auch sehr, sehr geil. Und hier auch wieder das Display alles. Die Sitze. Fährt jetzt nicht so krass schnell. Ist ja auch kein... Also was heißt kein Sportwagen? Fährt natürlich auch schnell. Aber nicht so krass schnell wie der Ferrari. Guckt ihn euch einfach an. Wie gesagt, auch wieder sehr geiles Auto. Dann zuletzt die KTM. Kann man geil Wheelies mitziehen. Sieht zwar ein bisschen klein aus. Aber... Für jeden, der gerne Motocross fährt oder vielleicht in echt sogar eine hat, es gibt ja viele, die KTM mögen, ist das das Richtige. Könnt ihr natürlich auch wieder Geschwindigkeit ändern, Handling, alles drum und dran. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht viel sagen. Ist kein Auto, kann ich sowieso nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und schreibt in die Kommentare, ob ich euch im nächsten Video nochmal zeigen soll, wie ihr Add-on-Fahrzeuge hinzufügt auf euren 5M-Server, dann werde ich das für euch natürlich machen. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem Server oder auf dem Discord. Und wenn nicht, dann schönen Tag euch noch, guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.